Herzlich willkommen zurück zu Spessart im Ghetto. Wir sehen hier unseren analogen Brutschrank noch im Testbetrieb bei 35 Grad, also für Bienen. Der läuft jetzt. Ich habe jetzt nochmal den Energieverbrauch gemessen. Er verbraucht pro Tag bei dreimaligem Öffnen 0,75 Kilowattstunden. Das heißt, er verbraucht viel weniger als ein normaler Kühlschrank. Und auf die 8 Tage berechnet und mit einem Fassungsvermögen von 650 Zellen ist das pro Zelle also ein winziger Bestandteil und ein winziger Energieverbrauch. Nun soll es mal nicht um den Energieverbrauch dieses Schrankes gehen, sondern um die Messung der Werte. Wir werden einen sehr genauen Fühler verwenden für die Messung dann mit unserer Steuerung, mit unserer automatischen Steuerung, mit unserem Raspberry Pi. Nichtsdestotrotz müssen wir das Ganze noch absichern und analog messen. Ist klar, mit einem Thermometer, ganz normalen Thermometer, können wir die Temperatur messen, können gucken, stimmt es, sind da drin 35 Grad. Und natürlich geht es auch um die Luftfeuchte. Gut, da wird es ein bisschen schwieriger. Wir haben zwar Hygrometer zur Verfügung, aber die sind alle sehr ungenau. Also so normale Hygrometer kann man roundabout abschätzen, sind das plus minus 3% im Messwert. Also wenn wir die, wenn man den Hygrometer kauft, der ist nicht geeicht. Also das muss man dann, oder beziehungsweise kalibriert. Das muss man dann schon selber durchführen. Da haben wir verschiedene Methoden zur Verfügung. Die einfachste Methode ist die feuchte Lappenmethode. Also ich nehme ein feuchtes Tuch, wickle mein Hygrometer ein, warte 2 bis 4 Stunden und stelle ihn dann schnell auf 98% Luftfeuchte ein. Ja, nicht sehr genau. Also das kann man machen, aber muss es nicht. Die genaueste Methode ist die Psychrom-Methode. Die beruht darauf, dass man bei 19 bis 21 Grad, die Temperatur muss ganz exakt, immer die ganze Messung hindurch konstant sein, zwei Temperaturen misst. Einmal die Temperatur, die Lufttemperatur und einmal die Temperatur an einem feuchten Docht. Wie soll man das erklären? Je trockener die Luft ist, desto mehr Feuchtigkeit kann sie in einer gewissen Zeit aufnehmen. Das heißt, am Lappen, am Docht verdunstet Wasser und kühlt das Thermometer durch die Verdunstungskälte. Entzieht praktisch dem Thermometer selber Energie. Und diese Differenz, die kann man bestimmen. Das heißt, einer hat 21 Grad und mein Thermometer am Docht hat nur 19 Grad, sind das 2 Grad Differenz, und dann kann man in eine Tabelle gehen, bei 20 Grad kann man gucken, so viel Luftfeuchtigkeit hat die Luft und kann dementsprechend sein Hygrometer kalibrieren, der natürlich genau in demselben Ambiente, in demselben Umgebung sein muss. Ist ein bisschen zu kompliziert, einfacher ist die Methode, die Salzmethode. Dazu nimmt man einen großen Topf, bedeckt den Boden mit 1 cm mit Salz, gibt Wasser dazu, bis man so eine Salzpampe hat, also schon ziemlich flüssige Salzpampe, stellt umgedreht ein Glas drauf, tut ein Hygrometer drauf, macht den Deckel zu, lässt den wieder einen halben Tag stehen, macht auf und stellt den Hygrometer dann genau auf 75 Grad Luftfeuchte, Prozent Luftfeuchte, relative Luftfeuchte ein. Gut, sagen größerer Aufwand, größere Salzmenge. Wir werden das ein bisschen abwandeln. Und zwar nehmen wir statt einen Topf nur einen Beutel, einen Glassichtbeutel, tun da Salz rein, ein bisschen Wasser und unseren Hygrometer und lassen den eine Zeit lang stehen. Und
stellen dann den Hygrometer auch auf 75% relative Luftfeuchte ein. Ja, und das machen wir mal. So, was brauche ich zum Kalibrieren? Ich brauche erstmal ein kleines Schälchen mit Kochsalz, Wasser und natürlich das Hygrometer. Das Thermometer hier ist Hygrometer. Diese Hygrometer sind meistens Spiralhygrometer. Da ist es wahrscheinlich ein Metalldraht, der beschichtet ist drauf. Und durch die Längenausdehnung, wenn er feucht wird oder wenn die Beschichtung feucht wird, die ist hygroskopisch, dann ändert sich hier die Anzeige. Gut, und natürlich hier so ein Zipper Frischhaltefolie, Frischhaltebeutel. Ja, als erstes machen wir hier unser Salz nass. Und zwar soll es eine richtige Salzpampe hier werden. Also es muss richtig schön feucht sein. So ist das optimal. Das ist eine richtig schöne Salzpampe. Ist gut. Jetzt nehmen wir unseren Beutel. So. Der war schon auf. Machen den auf. Unser Salz kommt in den Beutel. Am besten ohne zu verschütten. Dazu kommt unser Hygrometer. Jetzt muss ich ja den Hygrometer eichen bzw. kalibrieren. Das muss ziemlich schnell geschehen. Deshalb mache ich da schon mal den Deckel ab. Oder wenn ich den jetzt abkriege hier. Okay. Jetzt habe ich hier einmal die Stellschraube für den Thermometer und das ist die Stellschraube für den Hygrometer. Der Deckel kommt ab und unser Hygrometer kommt mit da rein. Jetzt nur nichts verschütten, jetzt habe ich so einen Eierbecher mit Kragen genommen. Machen wir es zu. Und jetzt kann man, wenn man möchte, noch ein bisschen Luft reinblasen. So, machen wir das mal. Okay. Raus. Und zu das Ganze. So, jetzt ist dicht. Und so mit dem Salz, mit dem Hygrometer, so legen wir unser Gebilde hier einfach auf den Küchenschrank oder so und vergessen das mal für einen halben Tag. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ich will ja sehen, was geht. Jetzt mache ich das Ganze nochmal auf und drehe den rum. So. Feuchtes, richtig schön feuchtes Salz, Hygrometer in einem luftdichten Raum. So legen wir das jetzt hin. Ja, jetzt sind 20 Stunden vergangen und jetzt können wir unser Hygrometer eigentlich kalibrieren. So, wir sehen hier wieder unsere Kalibrieranordnung. Jetzt sehen wir,
Der Hygrometer steht hier auf 80 und sollte eigentlich nur 75 anzeigen. Das heißt, wir müssen ein bisschen nachstellen. Dieser Hygrometer, der wurde vor einem Jahr das letzte Mal kalibriert und man sollte ihn vor jeder Brutsaison wenigstens einmal kalibriert haben. Jetzt sehen wir auch den Vorteil von dem Plastikbeutel. Nämlich würde man jetzt irgendein festes Gefäß nehmen, Tupperware oder sowas, habe ich auch schon gemacht. Da müsste man aber den Hygrometer aus diesem Milieu herausbringen und es wäre wieder sehr ungenau. So können wir den einstellen, ohne dass wir hier den Hygrometer aus der Tüte entfernen. Also ich suche mir die Schraube hinten. Und kann den jetzt hier verstellen und hier genau ein bisschen zu viel. So, hier den genau auf eine relative Luftfeuchte von 75 einstellen. Ja, eigentlich ganz einfach. Okay. Mm-hmm.